So, weiter geht's mit neuen angespielt. Wir sind heute auf Limitless Life, quasi dem grenzenlosen Life. Ja, ob wir ein Limit finden oder nicht, das werden wir höchstwahrscheinlich bald rausfinden. Spoiler, Spoiler, ich habe mich schon ein bisschen informiert, habe ein bisschen geschaut, was es so alles gibt. Und ja, wir werden ein Limit finden. sehr bald sogar. Aber dazu gleich mehr. Und ja, also, Limitless Life, so muss man das sagen, ist ein Server, der am 30. November gestartet ist in der Beta. In 5, nee, warte mal, wann war es? Ich muss mal selbst schon nachschauen. In 5 Tagen, glaube ich, auch so waren es. Vor ein paar Tagen. Ich weiß nicht genau, wann es ist. Das nächste Tag wird auf alle Fälle nochmal gewiped. We may reopen in 5 days, wurde am 11. Dezember geschrieben, also vor 2 Tagen. Das heißt. Ja, Freitag, Samstag werden die wahrscheinlich dann neu aufmachen. 1:33 PM, wie gesagt, keine Ahnung, wann das genau ist, aber so irgendwie eine Art. Genau, die Open Beta läuft seit 30. November. Ich muss allerdings sagen, also, by the way, wir sind hier in. Ich weiß nicht, was ich darstellen soll. Das ist irgendwie ein. Schaut, also, da hinten schaut es aus nach St. Morning, wenn man M klickt. Ist man allerdings weder in St. Morning noch in Flaris, sondern man ist einfach irgendwo neben der Map. Das ist uncool. Ansonsten hinten sieht es aus nach St. Morning. Hier wurde alles ein bisschen umgebaut, was nicht schlecht aussieht, aber ich muss sagen, auch das erinnert mich so ein bisschen an Oceanflife. nur, dass hier ein bisschen mehr Burgen und Schlösser und so waren, aber jetzt mal abgesehen von der Burg und von dem Schloss, also gut, da hinten steht auch noch so ein Teil, aber das Ganze erinnert mich ziemlich an Oceanflife, muss ich sagen. Aber okay, nur was am Rande. Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob dem die Files gehören. Für mich schauen die Files nämlich ziemlich geklaut aus oder wenn dann bestenfalls gekauft aus. Also da unten ist es extrem hässlich. Wurde hier unten wurde quasi nur mal einmal mit einem schwarzen, fetten Fleck einfach mal drüber gemalt. Und auch noch richtig hässlich und nicht in meiner richtigen Größe. Dieses Masterpiece ist mir sogar schon bekannt von einem anderen Server, der mich das ausgemacht hat. Und ich vermute nämlich, dass es einfach geklaute Files sind, die einfach mehrmals verwendet wurden. Deswegen, ich weiß es nicht, aber das kann man definitiv schöner machen. Also, nein, also wirklich nicht. Ja, gibt noch einen Guide, bevor man anfängt zu spielen. Der Guide, also gibt's ein Trading House, einen, wie sagt man hier? Handelshaus, ne, wie sagt man, Auktionshaus. Es gibt Runen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Hier, die spawnen schon die Häuser. Das ist hässlich. Das ist komplett hässlich. Ich weiß nicht. Alter Schwede. Okay. Genau, Item Upgrading ist ein bisschen anders. Ein bisschen sehr viel anders. Man haut, glaube ich, wo war das? Hier das Ding rein. Hat dann irgendwie haufenweise Slots. Ich weiß nicht genau, für was die ganzen Slots da sind. Ich suche gerade das Ding. Keine Ahnung. Hier links kommen Oris rein. Irgendwo kommt noch eine Upgrade-Scroll rein. Ich weiß es nicht, wo der Rest reinkommt. Sorry. Keine Ahnung. Dann zahlen wir hier ebenfalls mit. Ach so, okay. Dann zahlen wir hier mit Gold, Silber und Bronze. Also hier ist definitiv ein World of Warcraft-Spieler am Start. Der einen Fly-Server macht er. Ich weiß nicht genau, warum er keinen World of Warcraft-Server macht. Er hat sich für Flive entschieden. Und ob das jetzt vorteilhaft und nachteilhaft ist, bin ich mir nicht ganz sicher, aber lass uns überraschen. Genau. Ansonsten muss ich sagen, was mich bei dem Update ein bisschen irritiert, ist Folgendes. Was heißt irritiert? Nicht wirklich. Aber naja, okay, gut, lassen wir es weg. Ja, also auf alle Fälle so nebenbei verkauft noch irgendwie Systeme und Exploits. Das finde ich ein bisschen komisch, wenn man einen eigenen Server hat. Aber wie gesagt, das lassen wir uns am Rande stehen. Waffen gibt's für Silber und Kupfer. Was irgendwie echt richtig komisch ist. Also ich finde das nicht. Also ich finde das echt ziemlich beschissen. In Flive haben wir schon immer mit Penya gezahlt, oder zumindest mit einer Währung, aber dieses Gold-Silber-System von WoW finde ich in WoW okay, aber in Flive absolut scheiße. Also das passt einfach absolut nicht rein. Also, es gibt in Flive eh schon zig Währungen, beziehungsweise zig Sachen, die man machen kann. Ach so, ich kann den Pfeil mit Level 15 ausrüsten, wie genial.
Hier aber echt ein Profi dran. Nice, also good job. Genau, ansonsten, ja, jetzt mal abgesehen davon, müssen wir schon mit dem Jojo leveln. das ist wie gesagt schon mal sehr interessant, aber okay. Ja, ansonsten, weiter im Programm, da drin schwimmen Fische rum, nicht Schiffe. Sehr, sehr, sehr komische Schiffe, Fische. auf die haben wir auch verzichten können. Hier gibt es auch keine Hitboxen, warum auch immer. Buffpeng gibt es keinen. Es gibt beim Buffpeng nur einen Teleporter. Auch was weiß ich warum. Also, ich glaube, dieser Typ hat einfach nie Flav gespielt. So kommt es mir zumindest vor. Dann gibt es irgendwie West Saint Flaris, East Saint Flaris. Also, ich weiß nicht, was es genau hier bringt. Wir teleportieren uns hier quasi 5 Meter durch die Gegend. Aber es gibt keinen Buffpeng und. What the fuck? Also, ich habe keine Ahnung. Es gibt absolut keinen Sinn, was es hier gibt. Also, ich weiß es nicht. Ansonsten gibt es noch ein Dungeon-Portal, das finde ich ganz cool. Irgendein zentraler Ort für Dungeons. Testliner 1192 ist auch sehr hochprofessionell gemacht. Auch hier fällt man durch. Finde ich, also ich weiß nicht. Sollte man irgendwie schon mal hinkriegen. And the Quiz-Event ist dann der Dungeon. Also, wie gesagt, ich bin der Meinung, die Files sind einfach irgendwie entweder geklaut oder halt wirklich so unglaublich schlecht gemacht. Oder der Typ wurde einfach nur unglaublich krass übers Ohr kauen, wie er die gekauft hat. Also, ja, dann gibt es hier 175er Dungeons bei Maximallevel von 129, was das war. Glaube ich, zumindest hat bisher der höchste nur 129 als Maximallevel. Bin mir nicht ganz sicher, ob das normal ist. Keine Ahnung. Bis 175 ist auf alle Fälle mal unnormal. Und ansonsten, keine Ahnung, wenn reingeht. Der Dungeon requires above Level 60. Okay. Der Typ ist auch schon mal scheinbar kein Englisch sprechender Mensch. Okay, so. Soweit, so gut. Ich muss mal von vornherein sagen. Warte, muss ich hier kommen? Da komme ich hin. Ich muss von vornherein sagen, der Server ist ultra instabil. Der Server, nein, nicht der Server, sondern der Client ist ja ultra instabil. Das Client crasht bei jeder Gelegenheit. Wenn man auf irgendwas, wenn man irgendwas anklickt, crasht der Client meistens. Wenn man einfach nur einloggt, crasht der Client schon oft. Da gibt es einen Pet-Filter bzw. einen Item-Filter. Ich weiß nicht genau, ob das hier ein Pet-Filter ist oder nicht. Hier schon mal sehr hässlich öffnet sich das Fenster hinter dem Fenster. Also, ja. Dann gibt es hier auf alle Fälle nochmal einen. Bei Weapons und so kann man hier quasi einstellen, was weiß ich, Äxte, Sticks, Bows, Crossbow und so weiter. Dann wird es quasi aufgenommen in eine Liste. Armory kann man eben noch einstellen. Gut, ja, kann man machen. Hier fehlen FP-Refresher, oder wo sind die? Sind die da drin? Sind gar nicht drin, okay. FP gibt es aber. Gibt es noch verschiedene Beats? Wenn man saved, sind sie auch gespeichert eigentlich. Hier dann Profil erstellen, funktioniert übrigens nicht. Das funktioniert nicht. Beziehungsweise es wird alles wieder resettet. Also, whatever. Dann gibt es nochmal ein relativ interessantes Feature, was ich mir zumindest am Anfang dachte. Und zwar, wenn man K klickt, sieht man hier einen komplett neuen Skill Tree. Der erinnert mich so ein bisschen an. Ich glaube, Kingdom Fly hatte so ein ähnliches, im Ansatz ein ähnliches System. Allerdings haben die hier alle Skills verändert bzw. removed. Dark Illusion ist gleich, komplett neue Icons. Ich weiß nicht, warum hier neue Icons einbaut. Das macht absolut null Sinn. Neue Namen macht null Sinn. Dann diese Skillbeschreibung, dieser Aufbau dieser Skillbeschreibung macht null Sinn. Damit wird kein Fly-Spieler happy, weil Fly-Spieler keine Änderungen mögen. Und ein Skill so in Fly aufzubauen, macht absolut null Sinn. Wirklich null. Dann gibt es hier nochmal Physical Attack 277% plus 4764. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ist es mit Damage gemeint? Also ich vermute ja mal nicht. Also wenn ich jetzt mit Level 1 in einem Albert 4700 Damage machen könnte, plus 277% meiner Attack, dann wäre das sehr komisch und ich weiß es nicht, was das bedeuten soll. Man findet nichts, was weiß ich, man kann es sich nur irgendwie. Ich weiß es nicht, also. Man weiß es nicht genau, was es genau ist, was es bedeutet, wofür es da ist, keine Ahnung.
keine Ahnung einfach. 4 von 168 haben wir hier. Akrobat, ich weiß nicht genau, was es ist. Unknown, unknown. Wahrscheinlich sind es dann die weiteren Jobklassen. Skill Points used 4, wahrscheinlich brauchen die 2 pro Ding. Und ich dachte am Anfang, man levelt die Skills vielleicht beim Attacken. Also wenn man die quasi nutzt, aber so ist es nicht. Deswegen im Prinzip altes System mit neuer Aufmachung und neuer Beschreibung, neuen Namen, neuen Icons. Das ist, auf sowas steht kein Fly-Spieler. Also kann ich mir nicht vorstellen. Klar, vielleicht der ein oder andere, aber also ich kann es mir jetzt gerade aktuell nicht vorstellen. So mache ich die Fly-Community schon so lange kennen, dass ich mir relativ sicher bin, dass das nicht viel besser ankommen wird als Shadowfly, welcher nach kürzester Zeit wieder down ging. Genau, Gameplay, Dungeons, Partys. Es gibt noch kurz, da muss ich mal selbst schnell durchlesen. Es gibt eine Partyliste. To set up a party for people to join, open a party window and press the create party button. Genau, hier quasi. Partys gibt es keine, create parties. Maximale Member 4 kann man zum Beispiel einstellen, das ist interessant. Dungeons All, nochmal okay. Jetzt bin ich allein an der Party drin, das ist ein interessantes System. Hier bin ich dynamisch, auch wieder angezeigt. Das ist irgendwie schwarz, warum auch immer. Kann man auch direkt auf Contribution stellen. Party auf Level Up. Okay, wie gesagt, das ist schon mal ein interessantes Ding. Dann taucht das Ganze eine Partyliste auf, die wir allerdings nicht aufrufen können, weil wir halt aktuelle Dings sind. Hier kann man auch noch eine Party editieren, das ist ganz cool gemacht. Das ist so eine Sache, die mir wirklich gefallen, muss ich sagen. Allerdings einer der wenigen Sachen, die mir gefallen. Ich weiß nicht, können wir überhaupt attacken? Wahrscheinlich nicht, oder? Ne, wir können nicht attacken, weil wir keine Pfeile haben. Das ist schon mal ein Mega-Fail. Ich frage mich auch mal hier die Skills mit Bogen oder Ding nutzen kann. Okay, gut, das funktioniert schon mal. Wir sind Level 7 nach einem Mob. Wir kriegen 60 Statpunkte. 60 Statpunkte sind. Ich weiß nicht, normalerweise kriegt man hier 6, heute kriegen wir auf einmal. Nee, wie viel kriegt man? 12 kriegt man. Auf einmal kriegt man hier 60. Also man kriegt 10-mal. Nee, 5-mal mehr. Als normal. Das ist halt, wie gesagt, komisch und ich weiß es nicht. So, jetzt können wir hier mal kurz ein bisschen lagstatten. Attack Power, wo wir gerade aufpassen. Genau, Attack Speed steigt ein bisschen. Gibt es noch irgendwie Special Attack, Elemental Information, PvP Information? Schaut, wie gesagt, jetzt in erster Linie ganz gut aus. Aber, und jetzt kommen die großen Nachteile hier auf diesem Server. Ich habe vorher schon mal eine Folge aufgenommen, habe den allerdings dann gelöscht, weil ich dann echt so hart eskaliert bin, dass Elotrix nichts gegen dieses Video war. Und das Ganze aus folgendem Grund. Ich habe 622 HP und keine Buffs. Die Larwölfe one-hitten mich. Die Pew-Pews one-hitten mich, also Level 7 Mobs one-hitten mich sogar auf Level 9. Das ist interessant, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht. Was habe ich hier geskillt? Agilität ist wahrscheinlich Dex, ja. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Ich weiß nicht, wie man dazu kommt. Es ist scheinbar einfach so. Warum auch immer. Weiß keiner wahrscheinlich genau warum. Und keine Ahnung. So, wir probieren es auf alle Fälle, wie gesagt, mal mit Ranger. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier den Range-Vorteil nutzen können und dass wir eben jetzt nicht verrecken. Genau, wir können hier quasi super leveln. Allerdings, wie gesagt, aufpassen. Wenn ihr hier selbst levelt, dann werdet ihr hier sterben. So, sind wir Level 9. Ich hoffe ich mal, dass wir die Mobs down kriegen, aber. Wow, also dank dem extrem geilen Balancing machen wir hier 4200 Damage plus 272% von unserem Attack-Wert. Was ziemlich nice ist, wir kriegen hier, wie gesagt, hunderte Stat-Punkte. Ungelogen, hunderte Stat-Punkte. Wenn wir übrigens die STA-Staten, interessant. Schau mal auf unsere AP 958. Wir starten STA 1500. Mit 20 STA. Auf Level 12. Interessant, oder? Okay, jetzt kann man hier mal hochskillen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen das auf Level 3. Wir haben aktuell 272 plus 4250. Auf Level 3 haben wir 333 plus 6509, ups, 6559. Also, vielleicht bin ich der Einzige, der es nicht verstehen kann. Aber. Keine Ahnung. Also, mit diesem Skill brauchst du keine anderen Skills mehr. Also, ich meine, klar, im Office ist auch schon ziemlich OP, dieser Skill. Wenn es allerdings alles one-hittest, dann. Finde ich, geht es so ein bisschen am Sinn vorbei. Der Ringmaster levelt auf einmal gar nicht mehr mit. Das ist auch interessant. Ach, das macht sogar AOE-Damage. Oder wie? Na, Ringmaster levelt mit, sorry.
Es macht sogar AOE Damage. So, die machen uns erstmal 600 Damage. Auf Level 17. Wir sind 5 Level über den Mobs. So, kriegen wir ein bisschen Geld. Bisschen verdammt viel Geld irgendwie. Ich glaube, einmal upgraden kostet wie viel? 6 Silber. Wir kriegen hier massig von dem Zeug. So, wir haben aktuell. Wie jetzt? Was? Ach, Triple Shot. Hä, Knockback? Das war Knockback. Das andere war Triple Shot, oder? Nee, nicht wirklich. Also plus 6559. Jetzt setten wir Dex. Okay, das erhöht das Ganze. Erhöht es nicht mehr. Okay, ich dachte mir gerade schon. Mal schauen. 1400, also ich weiß wie gesagt nicht genau, was für einen Sinn das Ganze hier hat. Seht ihr aber aktuell, unsere Auto-Attacks machen fast gar kein Damage. Aus unergleichen Gründen. Jetzt an einem Level 7 Mobs machen wir 100 Damage. Aber unsere Attack-Skill hier eskaliert komplett und one-hitter so ziemlich fast alles. Oder nicht ganz one-hitten, aber macht enormen Damage. Ich zeige gerade auf Ringmaster hier 80 Int gestattet. Der hat aktuell 3,5 KMP. Also einmal mit einmal instatten 3,5 KMP. Das ist auch hochinteressant. Man droppt die trotzdem Pena-Päckchen, aber die sind dann ultra viel wert. Auch komisch. Was haben wir sonst noch alles? Wir haben hier Dark Illusion. Wir haben hier Permanent Slow. Decreases Walk Speed for a Short Time. An uns selbst oder wie? Keine Ahnung, weiß man nicht. Magical Attack. Physical Attack 122 plus. Was? Skill Crush. Increased HP Level 20 braucht man dafür als Passive. Passive finde ich interessant. Ich weiß noch nicht, ob der dann wirklich 20% HP bringt oder nicht. Keine Ahnung. Ich schaue mal schnell, ob ich irgendwas hier an Buffs skillen kann. Ich hatte mich schon Bock auf Buffs hier. Physical Damage, Attack Skills als Dingens hier, als Ringmaster oder als Assist zumindest, das ist auch interessant. Hier kann ich mal nur Buffs skillen. Auf Level 1. Interessant. Nutzen. Achso, gar Level 10 brauche ich, um zu nutzen. Ich kann es aber schon auf Level 9 skillen. Okay. Muss man schnell ein paar Mobs killen. So, Level 19 sind wir momentan. Wir leveln immer noch bei den gleichen Mobs, weil ich ansonsten wahrscheinlich wieder drauf gehen würde. Was jetzt eigentlich nicht an meiner Noobigkeit liegt, sondern eher daran, dass die Mobs komplett unbalanced sind. Auch die verteidigenden Mobs hier kommen am Anfang Albats, Labelfe, Albats, Pyuk-Pyuks, Doridima, Labelfe, Banks. What the fuck? Also ich weiß nicht, was mit den Leuten hier abgeht, aber wir haben hier Flares Mobs in St. Morning und alle einfach nur random auf die Map geklatscht. Dann da oben haben wir auf einmal Pfeffern. Warum auch immer die da oben sind, ich habe keine Ahnung. So, jetzt kann man theoretisch fliegen. Der Ringmaster levelt fast gar nicht mit. Ich stelle mal vielleicht kurz die Party auf Level. Ich dachte mir gerade schon, ich habe das Mob-Akku. Kriegt überhaupt noch XP? Achso, die Mobs sind wahrscheinlich zu niedrig oder wie? Ne, er kriegt XP. Alles super. So, kann ich jetzt nochmal skillen? Kann nochmal hier skillen. F4. Was muss ich machen? Jetzt brauche ich auf einmal Level 20. Achso, weil ich auf Level 2 geskillt habe, Level 20 dafür. Uff, okay. So, Heal haben wir automatisch bekommen irgendwie. Wir brauchen mal wieder Level 12. Also, das ist sehr komisch gemacht. Also, ich weiß nicht. Ich will mal ganz gerne irgendeinen Skill nutzen. Wenn es halt mal ginge. Nur das geht aktuell nicht. Okay, wir sind Level 20. Jetzt können wir hier zum Beispiel mal unseren passiven Skill nutzen. Wo ist eigentlich die Crit-Rate? Gibt es gar. Crit gibt es gar nicht. Okay. Critical 647. Geiler Wert, plus 6%, okay. So, ne, einmal hier skillen, save. Und es bringt einfach gar nichts. Es bringt einfach gar nichts. Es passiert einfach gar nichts. Ich krieg keine. Jetzt habe ich ein paar HP dazu gekriegt. Okay. Versuchen wir Banks zu killen. Ich hoffe, die killen uns jetzt nicht. Okay, wir one-hitten die. Easy, gar kein Problem. So, Ringmaster Level 13, Ringmaster Level 14. Kann ich jetzt nochmal irgendwas skillen? Heal kann ich jetzt auf 3 skillen. Achso, kann ich das eigentlich nutzen? Ich kann es wieder nicht nutzen. Also, jetzt kann ich nutzen. Ach, das hat 13 Sekunden Cooldown auf den Heal. Mhm. Okay. Geht klar. Geht vollkommen klar.
13 Sekunden auf dem Heal. Das stellen wir mir dann schon lustig vor. Hey, warte mal, ich habe gerade noch 13 Sekunden Cooldown auf dem Heal. Lol. Also, ich weiß nicht, warum dieser Typ keinen WoW-Server macht, ganz im Ernst. Warum tryhardet man auf einen Minecraft-Server, auf einen Flive-Server, wenn man eigentlich WoW spielen will? Vielleicht hat er nur Flive-Files oder vielleicht ist WoW zu heiß aktuell, oder ich weiß es nicht. So, wie hoch kann das skillen, dass ich dann das nutzen kann? Charakter Level 10 auf 2, Charakter Level 3, 14 haben wir schon. Ich muss nur mal auf 3 skillen. Ich weiß nicht, warum man es hier höher skillen kann, als man es nutzen kann. Das muss ich dann machen. Nicht auf Ring. Oh, genau. Ringmaster One hätten. 1,1k. Jo, okay. Okay. Hä? Wir regenerieren die HP wieder instant. Ich verstehe es nicht, aber okay. So, mal schnell Ringmaster wiederholen da. Ich habe keine Buffs, das heißt, ich muss hier einfach mal drüber weiterlaufen. So, jetzt kann ich mich mal buffen. Jetzt habe ich hier Strong Aura gebufft. Ich switch mal ganz kurz schnell das Fenster. Auf das hier. Ich habe es gerade mal gebufft hier oben, diesen Ding. Strong Aura. Vitalität plus 25, HP plus 5%. Vitalität war SCA. Wir starten hier mal schnell weiter. End. Haben jetzt 5,6k MP. Ich würde jetzt eigentlich in eine andere Richtung balancen, aber okay. Dann, um jetzt mal kurz euch zu zeigen, was ich jetzt noch so alles da habe. 45, 20, 20. Das ist Heal. Man healt sich einmal und hat dann 14 Sekunden Cooldown und heilt sich ungefähr gar nicht. Wie gesagt, das stelle ich mir im Dungeon richtig lustig vor. Ja, Energy Focus. Strong Aura, wie gesagt, haben wir gerade gebufft. Hält 3 Minuten nur. Auch das ist wieder so ein WoW-Ding. Also, dass die Buffs nur ultra kurz halten. Und generell auch in Rapples ist es so. Also, es erinnert mich mehr an Rapples, wenn ich hier diese Skills anschaue, als Flive oder so. Oder auch WoW schaut ähnlich aus. Deswegen. Komisch, aber okay. So, wir kriegen fast ein Level Up hier. So, mal schnell hier durchbuffen. Jetzt haben wir 4k hier auf dem Dingensen hier, auf dem anderen. So, das ist unser aktueller einziger Buff eigentlich. Wir sind 24 momentan, by the way. Achso, wir können das Ding hier mal schon mal öffnen. Level 15, was geben wir raus? S-Protect und ein Baby-Eyebot. Wow. Geile Scheiß. Okay, was muss ich jetzt machen, um jetzt hier das Zeug zu kriegen? Neo, safe. Tja, jetzt sammeln wir Geld ein. Money. Ach, hier sind wieder Pene abgebildet. Ich raff diesen Server nicht. Ich raff's echt nicht, aber okay. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter. Wie gesagt, Konzept interessant. Umsetzung eher nicht so. Zumindest nicht in Flive. Wie gesagt, andere Games okay, aber in Flive. Gar nicht mal so geil, muss ich sagen. Also, der Server hat auf alle Fälle sehr interessante Elemente, das muss ich sagen. Wenn man nicht gerade Nahkampf spielt. Weil es Nahkampf, ihr klickt nämlich Mob an auf Level 1 und ihr werdet einfach mal one-hitted. Ihr seid mal Level 9, ihr geht zum Level 7 an, ihr werdet one-hitted. Man kann nur mit Skills leveln und eigentlich nur mit Range Skills aktuell, weil die Monster so extrem overpowered sind, dass sich alles andere umhaut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ohne Skills bist du RIP. Komplett RIP. So, wenn wir übrigens das Ganze hier zu hoch skillen würde, hätten wir auch keinen Dingskill mehr, keinen Dingensen-Skill hier. Zum Beispiel, wenn wir es so hoch skillen, können wir es erst auf 45 benutzen. 34 ist auch zu hoch, das heißt, wir können es nur auf Level 6 skillen. Also nur in Anführungsstrichen. So, können wir es nochmal hoch skillen? Nein. MP, ich weiß nicht, was wir MP brauchen, aber. Ja, braucht ziemlich lange, bis es mal aktualisiert. So. Unser Damage ging irgendwie nicht hoch, obwohl wir jetzt theoretisch unglaublich viel Damage dazu bekommen haben. Warum auch immer. Ach so, jetzt one-hit man die auf. Okay, jetzt gehen die Dinger einfach one-hit, 5,4k. Haben die das Skill umgebaut? Ne, normalerweise macht er mal entweder ein Damage oder halt eben vollen Damage. Keine Ahnung. Flaming Stick.
Ja, ich war da auch schon ziemlich am Flamen, wie ich den Server das erste Mal angespielt habe. Level 36, jetzt kann man noch ein bisschen höher skillen. Plus 8200, plus 8500. Jetzt geht das Ding wieder One-Hit. Jetzt wieder nicht. Jetzt meinst du gerade am anderen Match, am 35er mehr Damage als an dem anderen. Kann ich nicht nachvollziehen, aber okay. So, ein Autoskill-System wäre übrigens auch nice, wenn es eins gäbe. Ich habe jetzt die 15.600 MP erreicht. Jetzt halten die Buffs ein bisschen länger. Genau. Mal schon nachbuffen hier, beziehungsweise eventuell kann ich sogar jetzt höher skillen. Hm. 83 Skillpunkte auf dem Ringmaster, das ist interessant. Können wir das Ding mit MP skillen. Ich brauche 2 Skillpunkte, wenn ich irgendwas skill. Habe aber wie gesagt sau viel. Die Animationen sind ziemlich interessant, sie sind cool. Aber ja gut, das war's dann auch wieder. So, das skillen wir nochmal hier höher. Dieses andere Ding skillt auch nochmal schnell höher. Sorry, wenn es hier ein bisschen dauert. Aber ich muss immer nachschauen, ob das Ganze noch funktioniert so oder nicht. Deswegen. So. 7,4K. Diese hier, 15 Sekunden Cooldown. Why not? So, 268 Attack Power. Damit machen wir schon ein bisschen mehr Damage. Um einiges mehr Damage, um es genau zu sagen. Haben wir sonst noch selbst irgendwas? Melee Block. Klingt sehr geil. Bis Level 5 können wir skillen. Und Hitrate haben wir auch nochmal. So, genau, gleiche Animation wie damals. Also, dass man hier für die Skills ein bisschen mehr machen muss, ist okay. Das finde ich ganz gut. Die Art und Weise, wie man allerdings hier Sachen macht und so, ist ein bisschen sehr komisch. Also, hier auch nochmal Piercing Arrow. Was braucht man Triple Shot Level 5? Ich will aber nicht auf Level 5 skillen eigentlich. Wobei, wir haben so viele Skillpunkte, das macht einfach nicht mehr irgendwas aus. So, plus 8000 Damage, okay. Also, ich weiß nicht, ob das Ganze noch hier genervt wird, aber momentan ist er echt mega OP. Gut, das passiert aber aktuell gar nichts. Interessant. Jetzt gehen Dinge wieder fast One-Hit. Jetzt geht er sogar wortwörtlich One-Hit. Also, ich weiß nicht genau, wann hier was passiert. Super strange irgendwie. Also, wie gesagt, ich kenne diesen Skill schon noch und so, aber hier gerade 500 Block, Alter, ich meine, 500 Block, wir sind auf Level 39. Hier kommen auf einmal Korallmobs. Kraken, die greifen uns mal noch nicht an. Naja, mal schauen. Achso, geht klar, okay. Also, Akrobat ist hier auf alle Fälle super OP. Wenn ihr eine Klasse spielt, spielt Akrobat. Ansonsten seid ihr RIP. 45 geht auch noch nicht. Additional Attribut plus. Was du? Dark Illusion? Become invisible. Achso, okay. Interessante Beschreibung, muss ich sagen. HP Recovery. Bringt das hier nochmal? Boah, man ist auch mit Skillen beschäftigt. Also für einen Mid-Rate-Server, oder ich weiß nicht genau, wie die Rates sind, ist es ja schon ein bisschen anstrengend. Ach, das war Heal, genau, okay. So, Vitalität steigt damit nochmal. So, das können wir noch nicht skillen. Genau, dann haben wir 9,6 KP und 312 Attack. Kann man sich mal gönnen. 312 bzw. 323 Attack haben wir momentan schon. Geht klar, geht ziemlich gut klar. Brauchen wir nochmal hier Material, Moonstone. So. Also, das ist auch das System mit dem Pickup und so, finde ich ganz in Ordnung. Bei mir ist es die ganze Zeit am Anfang gecrashed, mittlerweile oder aktuell funktioniert es zumindest. Ich muss sagen, kriegt ja echt krasse XP, wenn man hier wirklich bei den Mobs drüber levelt. Könnte sogar echt High Red sein, muss ich sagen. Bin mir nicht ganz sicher. Fühlt sich fast ein bisschen High Red an. Ah, könnte High Red sein. Der macht nur 39 Damage. Man weiß nicht genau warum. Manche One-Hitten nicht, manche machen gar kein Damage. Vielleicht haben die einfach auch das gleiche Problem wie damals auf Zwölf-Life. Keine Ahnung, wie gesagt, hier läuft man auf einmal brutal schnell. Also, hier ist High Rate confirmed. Bei 56ern irgendwie. Hier sind nochmal die Tiger. Wenn ich die jetzt alle One hätte, dann bin ich. Jo, passt, läuft. So, jetzt sind beide Charaktere auf 60. Wir machen auf alle Fälle mal Ranger. Ohne Build. Change.
21k HP. Okay. Okay. Skills vom Ranger, super viele Skills. Increase the range with a bow. Das ist interessant. Kannst du nutzen. Warte mal. Es war gerade auf 60 und jetzt kann ich erst skillen, wenn es. Ah ne, es geht schon, geht schon. Hä? Und jetzt? Wie jetzt? Ach, der Cast ist so lang. Lol, warum ist denn hier so eine Lücke drin? Increases der. Hä? Was passiert denn jetzt? Lol. Wie jetzt? Was ist denn das für ein Bullshit? Ich will den Skill nutzen, Mann. Oh, muss ich jetzt ernsthaft von Hand klicken? Warte mal. Ach, ich habe immer diese WoW-Spieler hier am Start. Ja, geil, Mann. Wollte ich immer schon mal machen. Die Mobs per Klick killen. So, Ringmaster zum Ringmaster. Uff. Geiler Shit, Mann. Zum Glück machen die kein Damage. Was macht denn hier sonst noch so Damage? Poison Arrow. Flame Arrow. Frost Arrow with the Wind. 65.000 Damage. Okay. Alles klar. Muss ich dafür irgendwas skillen? Poison Arrow? Auf Level 4 muss ich skillen. Ich bezweifle, dass das Ganze ausgeht, aber okay. So, aufladen funktioniert doch immer, oder? Okay, interessant. Naja, gut, das läuft auf jeden Fall schon ein bisschen besser als am Anfang. Oder zumindest in der ersten Runde. Da habe ich endgültig den Ding verloren. Den Nerv verloren. Also da hatte ich überhaupt keine Lust mehr. Ich bin auf Alpha gefreezed. Ich weiß nicht, was der Ringmaster momentan hat. Der hat auch haufenweise Skills. Merkaba, Hansel, Ruscha. Was für ein Ding? Wurde auch ein bisschen umbenannt. Dudburst. Lightning Bolt. Protect. Protect klingt schon mal super. Protect buffen uns mal kurz. So, F4. Jetzt bufft doch. Also jetzt kann ich das Ringmaß auch noch bewegen. Bin ich jetzt irgendwie stunbugged oder was? Bringt 5 Death übrigens. Wer macht wie viel Death? 901. Also ziemlich nice. Ja, ich weiß nicht genau, warum wir hier irgendwie gefreezed sind. Jetzt buff ist aus. Scheinbar ist gerade irgendwas verbuggt. Ja gut, wie auch immer. Ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Server und mit dem angespielt. Es ist ein interessanter Server, er ist in der Beta und wie gesagt noch ziemlich verbuggt. Und auch das Leveln ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Die Platzierung der Mobs ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und mit Flive hat es hier eben, ja, ich weiß es nicht. Also ich sage es zum, ich habe schon öfter mal gesagt zu anderen Servern, aber so wenig. Wie der Server hatte noch nie ein anderes Server mit Flive zu tun. Also selbst Masquerade Flive hatte mit Flive mehr zu tun. Und ich meine, es ist ein interessantes System, aber durchsetzen, ich weiß nicht. Die meisten sind dafür zu eingefahren und auch ich weiß nicht, ob ich mich hier wirklich drauf einlassen könnte oder wollen würde. Wie gesagt, das ist interessant und vielleicht für ein Let's Play wäre das Ganze schon ganz interessant. Uns fehlt aktuell eh ein dritter Server, weil No Flive zugemacht hat. Deswegen. Was meint ihr? Let's Play starten, ja oder nein? Ich hau mal oben die Umfrage rein. Sagt einfach mal Bescheid und dann schauen wir mal. Auf alle Fälle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FluffLP.